Danke. Ja, hallo, guten Abend auch von uns und vielen Dank, dass Sie heute Abend hergekommen sind bei der Dunkelheit und der feuchten Kälte. Ich will nur ganz kurz erzählen, wie das Buch zustande kam. Eigentlich wie oft im Leben durch Zufall näher ran. Ja, furchtbar. Jedenfalls, es war im März dieses Jahres, dass mein Verleger im Europa-Verlag mich fragte, ob ich ein neues Buch machen wolle über Angela Merkel. Dann habe ich gesagt, oh no, oh my God. Dachte ich aber, vielleicht können wir was über die Gegenwart schreiben, die ja von ihr nicht immer positiv noch geprägt ist. Eine Stunde später rief Henrik Broder an und fragte, ob wir nicht mal zusammen ein Buch machen wollen. Hat er mich noch nie gefragt, auch nicht, ob wir heiraten wollten, aber jedenfalls, dann sagte ich, super, wir haben schon einen Verlag und ein Thema eigentlich. Und dann kamen wir wie automatisch darauf, dass wir eine Art Zeitpanorama dieses Jahres machen, diese letzten beiden Jahre, vor allen Dingen dieser wunderbaren Ampelrepublik. Geht das so besser? Also meine Stimme ist eigentlich nicht so schwächlich. Hauptsache keine Rückkopplung. Ja, und dann haben wir tatsächlich dieses Buch geschrieben in 9,5 Wochen. Den Film kennen Sie. Jedenfalls sehr schnell und im Ping-Pong-Verfahren. Jeder hat ungefähr die Hälfte geschrieben, der Text von ihm, der von mir. Wir haben sie dann einfach vom Lektor mischen lassen und viele sagen, man merkt es eigentlich gar nicht, von wem jetzt was genau ist. Aber es lief wunderbar und kollegial ab. So, aber wir konnten zwei Sachen nicht vorhersehen. Erstens, dass die Ampel uns immer neue Steilvorlagen liefert, gerade jetzt wieder. Und dann etwas weniger lustig, der 7. Oktober. Und dazu kann vielleicht Henrik und die Folgen in Deutschland noch ein bisschen was sagen, bevor wir aus dem Buch lesen. Wenn Sie wollen, können wir gleich mit den Fragen anfangen, die Sie später. Haben Sie mehr Zeit fürs Buch und wir können in Ruhe signieren. Nein, das war eigentlich schon alles. Wie üblich hat der Genosse Zufall die entscheidende Rolle gespielt. Wir beide haben ein seltsames Faible für absurde Geschichten und sehen inzwischen nur noch Absurdes. Manchmal denke ich, das ist wie dieser alte Witz mit dem Geisterfahrer. Nicht? Tausende von Geisterfahrern kommen einem entgegen und man kommt nicht auf die Idee, man könnte selber der Geisterfahrer sein. Und die Gegenwart liefert uns ja genug Vorlagen. Heute war in der Welt eine Geschichte, so tief greift die Ampel mit ihrem Verständnis von Geschlecht in die Rechtsordnung ein. Also wir wissen ja schon, dass man sich das Geschlecht, dem man angehören will, aussuchen kann. Dass es mehr als zwei biologische Geschlechter gibt und mehrere Dutzend soziale Geschlechter und dass die geschlechtliche Zugehörigkeit ein soziales Konstrukt ist. Ich muss sagen, zum Glück habe ich das alles nicht gewusst, als ich 20 war. Es hätte dann eine schlimme Entwicklung nehmen können. Gestern war am Abend in Arte oder in Dreisat eine unglaubliche Dokumentation. Ich fange mit dem Fernsehen ungefähr immer um Mitternacht an, weil ich möchte nicht in die Arme von Dunja Hayali laufen. Also fange ich jetzt mit dem Fernsehen um Mitternacht anzuschauen. Und gestern war ein Film über eine Mutter, die eine Tochter hat. Aber die Tochter will keine Tochter sein, sie will ein Sohn sein. Also ein Familiendrama der banalsten Art, ausgewalzt auf 45 Minuten. Und nach diesen 45 Minuten wusste ich, das ist eine gesunde Gesellschaft, sie hat keine Probleme. Und es wurde wirklich gezeigt, wie die Mutter mit dem Kind kämpft, wie sie gleich gequälte Eltern sucht, mit denen sich austauschen kann. Und ich war schon zu müde, um das alles richtig zu verfolgen. Aber ich dachte wirklich, ich bin in irgendeinen dystopischen Roman geraten. Und das sind Probleme dieser Gesellschaft. Und eigentlich finde ich das okay. Diese Probleme sind mir viel lieber als das, was gerade in Israel und in Gaza passiert. Vielleicht kann man sich mit solchen Transgeschichten davon erholen. Zu dem Buch, es ist wirklich so, wie Rainer das gesagt hat, es war der reine Zufall. Und wir haben, wie es sich gehört, drauf losgeschrieben. Wir haben keine Gliederung gehabt, keine Themensammlung. Wir haben einfach jeden Tag, was uns beiden sehr weht hat, 2 bis 3 Ideen gehabt. Aber wir konnten pro Tag aus arbeitsökonomischen Gründen
einen, höchstens anderthalb Texte schreiben. Also vieles ist uns entgangen. Heute zum Beispiel wäre der richtige Tag, um über die ungeheure Fürsorge der Bundesregierung zu schreiben. Wir sind ja mitten im betreuten Leben. Wenn es kalt wird, kriegen wir gesagt, wir müssen uns warm anziehen. Wenn im Sommer die Hitze ausbricht, kriegen wir gesagt, wir sollen genug trinken. Wenn wir Zug fahren wollen, wird uns gesagt, lieber nicht, es gibt Probleme. Es ist ein betreutes Leben, durch das wir schreiben. Und jetzt hat die Bundesregierung einen Aspekt entdeckt, der noch nicht angemessen bürokratisch behandelt wurde, die Einsamkeit. Die Einsamkeit. Das fällt in den Bereich von Frau Paus, der Familienministerin. Und wir werden demnächst mit Sicherheit einen Bundesbeauftragten für Einsamkeit haben. Ich überlege schon die ganze Zeit, ob ich mich bewerben könnte. Soll ich machen? Ja? Nein, verstehen Sie, wir sind fasziniert von der Absurdität des Alltags. Und das ist etwas, das man sich nicht ausdenken kann. Und wir beide sind leider keine Dichter, wir sind nur Gebrauchsschreiber. Aber es sind alles Vorlagen, aus denen Monty Python fantastische Komödien machen würde. Gut, soweit zur Vorgeschichte. Wer fängt an? Ich glaube, ich fange an, kann anschließen an dem, was du gesagt hast. Es gibt ja diese Erfahrung von morgens bis abends, vom Morgenmagazin bis zu Markus Lanz, dass man manchmal denkt, man wird einfach langsam irre. Deswegen habe ich als ersten Text hier einen Text über praktisch einen Tag etwas verdichtet, so ein bisschen wie Ulysses von James Joyce, nicht ganz so lang, was an einem Tag einem an Wahnsinn so im Fernsehen und im Radio und sonst wie passieren kann. Etwas zusammengefasst geht das so los. Es gibt Tage, da geht es schon um kurz nach acht los mit dem Gefühl, im falschen Film zu sein. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF beschwört eine Ministerin unentwegt den sozialen Zusammenhalt und fordert Respekt für alle, weil Menschlichkeit keine Obergrenze kenne. Gerade ist die erste Tasse Kaffee eingegossen und man fühlt sich schon defizitär, irgendwie schuldig. Tue ich genug für die Wärmewende und den Zusammenhalt? Und wie genau geht der? Mit wem soll ich eigentlich zusammenhalten? Mittags im Deutschlandfunk fordert ein Politikwissenschaftler ultimativ mehr Europa und fügt hinzu, Gewalt ist keine Lösung. Niemand darf ausgegrenzt werden. Spontan erinnert man sich daran, dass im Tagesspiegel dem ehemaligen Lieblingsblatt aller weltoffenen Wilmersdorfer Witwen, die Kolumnistin Hatice Akgün unlängst dekretierte wörtlich, stark ist das neue Hübsch. Wir müssen aufhören, unsere Töchter hübsch zu finden. Okidoki, das eigene Kind hübsch zu finden, diskriminiert andere Kinder, die vielleicht nicht ganz so hübsch sind. Wir lernen, das neue Narrativ der Body Positivity ist Teil jener Dauerwerbesendung für Vielfalt, die inzwischen den Status eines neuen Grundrechts, ja eines Staatsziels erlangt hat. Olaf Scholzens Drohung ist wahr geworden. You'll never walk alone. Schlimm genug. Selbst regierungsamtliche Stellen engagieren sich für ein achtsames Miteinander. Die aktive Gestaltung von Vielfalt im Sinne von Diversität. Seltsam nur, schon beim Aldi um die Ecke findet man jede Menge Vielfalt, nicht nur im Joghurtregal, sondern auch in der Schlange an der Kasse. Echte Regenbogendiversität, vom grauhaarigen Cis-Rollator-Rentner bis zur jungen afghanischen Frau mit Kopftuch. Ein holländischer Sozialforscher prophezeit ohnehin, dass Menschen ohne Migrationshintergrund, die sogenannten Kartoffeln, in einigen Jahren auch in Deutschland in der Minderheit sein werden. Schon wieder eine Sorge weniger. Die Vielfalt setzt sich ganz von selbst durch. Das gilt auch für den Bürgersteig. Nach Latte to go und Wegbier, also Wegbier, ist nun Wandschrank to go angesagt. Weil man sich hier im Reich einer bunten Positivkultur der Emotionen befindet, wie der Soziologe Andreas Reckwitz es formuliert, wird die versiffte schwarze Polstergarnitur kulturadäquat und milieugerecht beworben. In heiligem Ernst steht wörtlich da,
bei mir zu Hause im Prenzlauer Berg zum Beispiel zu mitnehmen. Viel Spaß dabei. Auf Radio 1 vom RBB wirbt derweil ein Aktivist, wer heute kein Aktivist ist, hat nichts verstanden, für die Enteignung privater Wohnungsbaugesellschaften. Irgendwie soll das auch der Klimaneutralität Berlins zugutekommen. Wir vermuten, durch weniger Wohnungsbau sowie durch weniger Parkplätze und Autos, die perspektivisch nach Brandenburg ausgelagert werden sollen. Dafür dürfen mehr Frauen oben ohne durchs Freibad kraulen. Eine RBB-Reporterin, alles in Wirklichkeit so passiert, eine RBB-Reporterin hat unter falschem Namen den Selbstversuch gewagt und mit ihren unverhüllten, als weiblich gelesenen Brüsten im Hallenbad ihre Bahnen gezogen. Ihre praktischen Erkenntnisse, sie war die einzige geblieben, die ihr Oberteil ablegte, fasste sie in den Aufruf, den Wandel leben, traut euch zusammen. In Transgender-Zeiten wird das alles natürlich noch viel komplizierter. Lesben auf Partnerinnensuche werden nicht nur auf Datingportalen von biologischen Männern, die sich plötzlich Lesben nennen, sexuell bedrängt. Zitat, diese Männer, so eine Lesbeninitiative, Zitat weiter, fordern von uns, dass wir sie als Partnerinnen und ihr Genital als Girl Dick, Lady Dick akzeptieren. Weil wir das nicht tun, werden wir als transphobe Nazis und Schlimmeres diffamiert. So hat der Wandel seine vielfältigen Tücken. Robert Habecks Äußerung gegenüber brasilianischen Ureinwohnern, Minister wie er, seien sowas wie Häuptlinge, Englisch Chiefs, hat freilich gezeigt, wie steinig der Weg zum nachhaltigen Wandel ist, der auch wirklich jeden erreicht. Wenigstens sprach er nicht von Indianerhäuptlingen, wie seine grüne Parteikollegin Bettina Jarasch, die sich für ihren Jahrzehnte zurückliegenden Kinderwunsch zur Fastnacht vor versammelter Mannschaft entschuldigen musste. Nicht abschließend zu klären war, ob Habecks etwas holzschnittartiger Übersetzungsversuch eine unzulässige rassistische Äußerung darstellte. In Fachkreisen wurde jedenfalls problematisiert, dass die folkloristische Bemalung des Gesichts von Habeck durch junge Eingeborene ein passives Vergehen im Sinne der kulturellen Aneignung gewesen sein könnte, die der deutsche Häuptling hätte entrüstet zurückweisen müssen. Immerhin kam Häuptling Habecks politische Botschaft im Jargon eines Kreuzberger Streetworkers authentisch rüber. Für uns ist das sehr spannend zu verstehen, wie ihr im Wald leben könnt und den Wald schützen könnt, weil in Deutschland vor 1000 Jahren die Deutschen alle Bäume gefällt haben. Mega krass. Grüne Völkerkunde in altgermanischer Tradition. Auch wenn der Minister hätte darauf hinweisen können, dass Taunus, Hunsrück und Schwarzwald, Bayerischer Wald, Rhön, Odenwald, Harz und Westerwald, der Harz ein bisschen weniger, okay, und Westerwald noch stehen, wenigstens ein Stück weit. Aber so genau müssen es die Bimbos ja auch nicht wissen. Die grüne Bundestagsabgeordnete Emilia Fester, 25 damals, wusste bis vor kurzem ja auch nicht, wer Bismarck war. Vom gleichnamigen Hering hatte sie offenbar auch noch nichts gehört. Als ihr gesagt wurde, dass der gute Mann mal Reichskanzler war, entfuhr ihr, ach was, wirklich? Der war Kanzler? Witzig. Während jetzt das erste Glas Kaiserstühler Spätburgunder fällig ist, läuft bei Kulturzeit auf Dreisat ein Beitrag gegen Hass und Hetze im Netz, Islamophobie, Transfeindlichkeit, Antiziganismus, Rassismus und Rechtsextremismus, der gefühlt jeden zweiten Abend gesendet wird. Obwohl noch kein Islamwissenschaftler erklären konnte, wieso es antimuslimischen Rassismus geben soll, wenn der Islam doch gar keine Rasse, sondern eine Religion ist. Der Begriff ist in den allgemeinen Sprachgebrauch der progressiven Kräfte eingegangen wie die Mietpreisbremse und das 9-Euro-Ticket. Auch die anlassgebundene Empörung über den wachsenden Antisemitismus ist Teil des routinierten Medienbetriebs, doch leider erfährt man nie, wer denn nun die Täter sein könnten. Vor lauter demonstrativer Abscheu
Angesichts der Schande vergisst man etwa auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln einmal genauer nachzuforschen. Jetzt nicht mehr nötig, man sieht's. Klar, man will es lieber nicht wissen. Das Ergebnis könnte Teile der Bevölkerung verunsichern. In der Abendschau des RBB schließlich wird Berlin mit seinen bald 4 Millionen Einwohnern wie fast jeden Abend als sozialer Querschnitt aus Neonazis und Obdachlosen, queeren Transgender-People, von Kündigungen bedrohten Mietern und aktivistischen Demonstranten vorgeführt, die den Berufsverkehr lahmlegen. Dann ist man endgültig reif für den Bergdoktor oder die Bergretter. Schöne Landschaften und halbwegs normale Menschen, die allenfalls mal in eine Gletscherspalte fallen, bevor sie vom Heli zum Krankenhaus geflogen werden, wo ein ganzes Ärzteteam auf sie wartet. Fast wie im richtigen Leben. Ich weiß nicht, ob Sie vielleicht gestern Abend die Berichterstattung über dieses Jahrhundertereignis der Klimakonferenz gesehen haben. Ich habe das die letzten 2 Wochen verfolgt und das hat mich ein bisschen vom Trübsal des Alltags befreit. Jeden Abend und mit zunehmender Frequenz gegen Ende der Veranstaltung war die Rede davon, dass die Delegierten, ich möchte gerne wissen, wer die ernannt hat, 70.000 Delegierte, die größte parlamentarische Versammlung aller Zeiten, ich meine seit dem Ostfeldzug der Nazis, dass 70.000 Delegierte da zusammenkommen und dass sie um eine Abschlusserklärung ringen. Und zwar rangen oder ringten sie um eine Abschlusserklärung vom Tag 1 der Konferenz. Weil normalerweise fangen solche Konferenzen damit an, dass man sich über die Abschlusserklärung schon einig ist. Und unsere bedürftigen und bekloppten Kollegen von den Massenmedien übernahmen diese Sichtweise und berichteten vom Rennen bis in die frühen Morgenstunden. Das gehört dann dazu, dass sie sich die halbe Nacht um die Ohren schlagen und dabei nichts herauskommt. Mich erinnerte das an die wunderbaren Kanzler-Ministerpräsidenten-Konferenzen zur Corona-Zeit. Die durften auch nicht vor 4 Uhr morgens zu Ende sein, damit wir den Eindruck haben, bekommen, die machen ja was. Ja, schlaflose Nächte, das war das, was sie gemacht haben. Und das sind wirklich High Times für mich und auch für Reinhard. Und wir denken, wir möchten da gerne dabei sein. Nicht? Aber man hat es versäumt, uns nach Dubai einzuladen. Dafür war Annalena da, 2-mal, die ist hin und her geflogen, um Kosten und Schadstoffe zu sparen, müssen sie 2-mal hin und her fliegen. Und gestern saß sie bei einer Pressekonferenz ganz alleine auf dem Podium, völlig von allen verlassen. Im Saal saßen 7 übernächtigte Journalisten, die nicht mehr so genau wussten, wo sie sind. Sie dachten, sie sind vielleicht schon in der Schwarzwaldklinik angekommen, aber nein, das war nur Dubai. Und Annalena war ganz glücklich. Sie sprach von einem großen Erfolg und von einem Durchbruch. Und wenn ich sowas höre, denke ich, es gibt nur eine Möglichkeit. Entweder die hat sie nicht alle oder ich habe sie nicht alle. Und die Entscheidung muss ich Ihnen überlassen. Eine meiner Lieblingsgestalten, darum geht es im nächsten Kapitel, ist unser Gesundheitsminister. Der Herr möge ihn begleiten auf allen seinen Wegen. Und dass so ein Mann Minister werden konnte, zeigt wirklich, dass niemand allein gelassen wird. Und dass jeder Versager in diesem Land nicht eine zweite, sondern eine dritte, vierte, fünfte und 10. Chance bekommt. Mit dem bekannten Ergebnis. Also auf geht's. Herr Lauterbach, Gesundheitsminister der Herzen. Bei der Berufung von Karl Lauterbach zum Bundesminister für Gesundheit sagte Olaf Scholz, für mich ist es ganz wichtig, dass wir dann natürlich auch im Blick haben, dass die Pandemie noch lange nicht vorbei ist. Deshalb haben sich, anders kann man das gar nicht sagen, die meisten Bürgerinnen und Bürger des Landes gewünscht, dass der nächste Gesundheitsminister vom Fach ist, dass er das wirklich gut kann und dass es Karl Lauterbach heißt. Er wird es. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, mich hat keiner gefragt. Ja, das war auch mein Eindruck in den Tagen vor der Regierungsbildung. Wo ich hinkam, in der grünen Lampe, in der Ulanstraße, im Wiener Kaffeehaus am Hagenplatz, im Hühnerwald-Imbiss am Kudamm, wurde ich gefragt, ob der Lauterbach Gesundheitsminister wird. Als wäre ich derjenige, der darüber entscheiden könnte. Sogar mein Urologe wollte es wissen, bevor er sich meiner Prostata zuwandte.
Insofern war es für mich keine Überraschung, dass, als Olaf Scholz bekannt gab, die meisten Bürgerinnen und Bürger des Landes würden sich Karl Lauterbach als Gesundheitsminister wünschen. Wobei ich es gut gefunden hätte, wenn diese Tatsache statistisch etwas genauer unterlegt worden wäre. Waren es ebenso viele Männer wie Frauen? War der Anteil der Frauen vielleicht größer als der Anteil der Männer? Könnte es sein, dass Lauterbach Beschützerinstinkte weckt, die Männern eher fremd sind? Egal, Scholz weiß, was er tut, und wenn er sagt, die meisten Bürgerinnen und Bürger des Landes hätten sich Karl Lauterbach als Gesundheitsminister gewünscht, dann wird es auch so sein. Wir können es nicht ausschließen, dass auch andere Minister und Ministerinnen ihre Ernennung dem Volkswillen verdanken. Frau Lambrecht, Sie erinnern sich noch, das ist die mit den Stöckel absetzen in Uganda. Frau Lambrecht als Verteidigungsministerin, Frau Faeser als Ministerin für Inneres und Heimat, Herr Buschmann als Justizminister, Frau Geiwitz als Ministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Obwohl niemand von diesen über ein ähnlich starkes Charisma verfügt wie Karl Lauterbach und keiner so Twitter-affin ist wie er. Im August 21, als es darum ging, die Impfkampagne auf Touren zu bringen, klagte Professor Karl Lauterbach darüber, dass eine Minderheit der Gesellschaft eine nebenwirkungsfreie Impfung nicht will, obwohl sie gratis ist und ihr Leben und das vieler anderer retten kann. Dabei müsste ihm als prototypischen Rheinländer die rheinische Weisheit, was nichts kostet, ist auch nichts bekannt sein. Die empirisch unhaltbare Behauptung, die Impfung sei nebenwirkungsfrei, wiederholte er bei jeder Gelegenheit und aus jedem Anlass. Diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollten, bezeichnete er als Opfer der schäbigen Desinformation in den sozialen Medien. Wobei man Lauterbach zugutehalten muss, dass auch andere Experten ähnliche Ansichten vertraten. Zum Beispiel der bayerische Ministerpräsident Söder. Es handelt sich um eine Pandemie der Ungeimpften. Der Radiologe und sogenannte Präsident des Weltärztebundes Montgomery. Momentan erleben wir eine Tyrannei der Ungeimpften. Und auch Olaf Scholz, der die Versuchskaninchen, wie er die Leute, die sich haben impfen lassen, nannte, dazu aufrief, sich impfen zu lassen. Erst als sogar die ARD und das ZDF über schwere Folgen der Anti-Corona-Impfung berichteten, drehte Lauterbach ein wenig bei und erklärte unter Berufung auf Studien des Paul-Ehrlich-Instituts und der Europäischen Zulassungsbehörde, es gebe zwar schwere Impfschäden, aber nur in der Größenordnung von weniger als 1 zu 10.000. Dumm war nur, dass das von Lauterbach erwähnte Paul-Ehrlich-Institut keine Impfschäden erfasst, was der Präsident des Instituts, Klaus Cichutek, umgehend klarstellte. Die Feststellung von Impfschäden sei keine Beurteilung, die das Paul-Ehrlich-Institut vornimmt. Für einen Mathematiker, der etwas von Statistik versteht, wäre es der Moment gewesen, um aufzustehen und Lauterbach zu erklären, was 1 zu 10.000 bedeutet. An einem einfachen Beispiel, das jeder Schüler einer Bremer Gesamtschule verstehen würde. Im Jahresdurchschnitt gibt es in Deutschland jeden Tag etwa 8.000 Flüge. An manchen Tagen mehr, an anderen weniger. Das bedeutet, es gibt etwa die doppelte Anzahl von Starts und Landungen. Und wie wir alle wissen, sind das Minuten, auf die es ankommt. Nur selten fällt ein Flugzeug vom Himmel oder verschwindet spurlos in den Weiten der Weltmeere. Fast alle Unfälle passieren beim Start oder bei der Landung. Wenn nun jeden Tag ein Flugzeug verunglücken würde, könnte ein Vertreter der Luftfahrtindustrie darauf hinweisen, dass die Wahrscheinlichkeit für einen solchen Fall bei 1 zu 8.000 oder, wenn man die Starts und die Landungen als Bezugsgröße nimmt, bei 1 zu 16.000 läge, also weit unter einem Promille. Nur, wer würde sich dann noch trauen, ein Flugzeug zu besteigen? Käme irgendjemand auf die Idee zu behaupten, das Risiko sei so minimal, dass es vernachlässigt werden kann? Ungefähr so wie ein Migräneanfall in 20 Jahren. Kein Mensch würde es tun, außer Karl Lauterbach, den sich die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger des Landes als Gesundheitsminister gewünscht hat. Applaus.
beim Schreiben, das merken Sie ja auch, und beim Lesen der täglichen Nachrichten fällt einem ja auf, dass die Phrasenproduktion in Deutschland auf Hochtouren läuft. Wir wissen ja, Olaf Scholz hat dieses unvergessliche Wort geprägt. Niemand wird zurückgelassen, jetzt darf auch keiner mehr einsam bleiben. Und einer von den schönen Phrasen, die irgendwie aufgetaucht sind im Gefolge, glaube ich, der Corona-Krise, war Wertschätzung. Deswegen lese ich einen recht kurzen Text vor, glossenartig. Jeder will gewertschätzt werden. Aber wofür eigentlich? Jetzt kann ich auf meine Erfahrung beim Spiegel zurückgreifen. In der Blütezeit des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, also in den 60er und 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, fürchteten nicht nur Minister und Staatssekretäre, Industrie, Bosse und Gewerkschaftsbonzen das montägliche Erscheinen des Enthüllungsblattes. Auch die Redakteure, Redakteurinnen gab es damals tatsächlich nur in Spurenelementen, lebten in einer Welt, in die jederzeit der Blitz einschlagen konnte. Damals lebte Rudolf Augstein natürlich noch. Ob Herausgeber, Chefredakteure oder Ressortleiter, der Zorn der einen war die Angst der anderen, die sich in der Hierarchie von oben nach unten kaskadenartig verstärkten. Wer im Aufzug grüßte, galt als bedauernswerter Schwächling und weltfremdes Weichei. Die Abwesenheit von Tadel war die höchste Form der Anerkennung und noch in den 1990er Jahren wurde ein fulminanter Text vom Ressortleiter mit der Bemerkung »Hübsch geworden« in die Sphären höchster Lobpreisung katapultiert. Was den Redakteuren blieb, war ein gut sechsstelliges Jahresgehalt, die Sauna im Keller und das Statusgefühl, Teil des Sturmgeschützes der Demokratie, Augstein, zu sein, wenn auch nur als einfacher Infanterist mit gelegentlicher Ladehemmung. Niemand wäre damals auf die Idee gekommen, für sich Wertschätzung zu erbitten, und sei es mit noch so vielen Trillerpfeifen. Heute ist das oberste Gebot von der Pflegekraft bis zur Balletttänzerin, vom Busfahrer bis zur Teilzeit-Kunstlehrerin auf Probe mit Burnout-Perspektive. Ähnlich wie der Respekt, der meist von Leuten gefordert wird, die selbst vor nichts Respekt haben, repräsentiert die erbetene Wertschätzung eine Umkehrung der Verhältnisse. Der ehrbare Kaufmann, der stolze Handwerker und der klassenbewusste Arbeiter, nicht zuletzt die deutschen, polnischen und türkischen Malocher unter Tage im Ruhrpott wussten selbst, was sie wert waren. Man nannte das Selbstbewusstsein. Das Gefühl, Anerkennung zu verdienen, kam aus der Tätigkeit selbst, die Sinn und Zweck hatte, Selbstbestätigung und Befriedigung bot und Gemeinschaft. Wer dagegen ständig klagt, zu wenig wertgeschätzt zu werden, von wem eigentlich genau, verrät einen Mangel an intrinsischer, also innerer Motivation. Exemplarisch dafür stehen die notorischen Influencer, die nichts ohne ihre Follower sind. Die klassisch-narzisstische Konstellation in der Selfie-Epoche. Das dicke Make-up der Selbstbewunderung klebt an der Zahl der digitalen Beifallklatscher. Und solange die Ampelregierung kein Respekt für gute Arbeit Wertschätzungsgesetz vorlegt, bleibt dem Mühlwerker nur 10 oder 12% mehr Lohn zu fordern. Follower hat er keine, außer der gelben Tonne, die er hinter sich herzieht. Bitte. Ich habe vorhin bei dem Text über Lauterbach gemerkt, dass ich vergessen hatte, bei der Anmoderation meine Lieblingsministerin Clara Geiwitz zu erwähnen. Clara Geiwitz ist dafür zuständig, dass der Wohnungsbau in Deutschland sich rückentwickelt. Trotzdem bewundere ich sie, weil ich immer Leute schätze, die noch Fantasien haben, Visionen, obwohl Helmut Schmidt gesagt hat, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Aber egal, die Frau hat wirklich Visionen und in mein Herz hat sie sich eingeschlichen, als sie vor einem Jahr zugeben musste, das angepeilte Ziel von 400.000 Neubauwohnungen, davon 100.000 Sozialbauten, werde nicht erreicht. Sie sagte, wir werden das Ziel nicht erreichen, aber wir werden daran festhalten. Das ist ein großartiger Satz, das ist wie überholen ohne einzuholen. Und wir halten an dem Ziel fest, werden es nie erreichen.
muss auch Moses gedacht haben, als er kurz vor dem gelobten Land stand, es aber nicht betreten konnte. Mir geht es jeden Tag so. Ich zum Beispiel, einige wissen es schon, habe die Vorstellung, ich könnte wirklich bei der Formel 1 mitfahren. Es ist ein Ziel, von dem ich weiß, dass ich es nie erreichen werde, aber ich halte daran fest. Mit meinem 14 Jahre alten Daihatsu. Und dieses Motiv des Zielehabens, die man nicht erreichen kann, das ist wirklich das Leitmotiv der letzten Regierungen und vor allem dieser Regierung. Was die Klimawende angeht, was die Energiewende angeht, was die Aussichten angeht, 100 Millionen Elektroautos im Jahr, im Jahre 2040 auf der Straße zu haben, die ja auch von irgendwoher Energie beziehen müssen. Es ist eine Republik des Wunschdenkens. Und ich weiß nicht, ob es im Text auch darum geht. Ja, ja. Herr Röhler hat es schon angedeutet, es geht darum, dass ich mich gerne verjüngen möchte. Und ich werde es auch schaffen. Der Text heißt, Henrique will es wissen. Wir erwarten in Kürze unser zweites Enkelkind und sind entsprechend aufgeregt. Und natürlich werden wir von bekannten Freunden und Verwandten gefragt, was wird es denn, Mädchen oder Junge? Und wenn ich dann antworte, ich bin dagegen, dem Kind bei der Geburt ein Geschlecht zuzuschreiben. Ich finde, es sollte selbst entscheiden, ob es Junge oder Mädchen sein möchte. So wie ein Kind ab 14 Jahren religionsmündig ist und seine Religionszugehörigkeit selbst bestimmen kann. Als Katholik, Protestant, Muslim, Jude, Hindu, Buddhist, Bahai, Zoroaster, Zeuge Jehovas, Druse, Jeside, Mokumba, Rastafari, Hudu, Vudu und alles dazwischen, zum Beispiel Frutarier und Vegetarier. Ja, viele Wege führen zum Gott und ähnlich verhält es sich mit der geschlechtlichen Zugehörigkeit. Was unser zweites Enkelkind angeht, konnte ich mich mit meiner Meinung nicht durchsetzen. Aufgrund einer Ultraschallaufnahme entschieden die Eltern, dass es ein Mädchen werden soll. Wogegen ich überhaupt nichts habe, außer, dass diese Entscheidung das Recht des Kindes auf geschlechtliche Selbstbestimmung ignoriert. Die Sache hat natürlich noch eine andere, viel größere Dimension, sozusagen eine gesamtgesellschaftliche. Das seit 1981 geltende Transsexuellengesetz soll demnächst durch ein Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Gesetze müssen von Zeit zu Zeit der Lebenswirklichkeit angepasst werden, nicht umgekehrt. Der sogenannte Kranzgeldparagraf 1300 des Bürgerlichen Gesetzbuches, wonach eine unbescholtene Verlobte, das heißt, es gibt auch bescholtene Verlobte, aber in diesem Fall eine unbescholtene, die ihrem Verlobten die Beiwohnung gestattet hat, eine Entschädigung in Geld verlangen konnte, weil es nicht zur Heirat kam. Dieser Paragraph wurde längst abgeschafft. Auch Eltern, die ihren Kindern den Kontakt mit ihren möglichen Sexualpartnern im elterlichen Haus erlauben, müssen nicht mehr befürchten, wegen Kuppelei belangt zu werden. So gesehen ist nichts dagegen einzuwenden, dass auch das Transsexuellengesetz aus dem Jahre 81 überholt wird. Wer wissen will, worum es dabei im Einzelnen geht, dem möchte ich das Hintergrundpapier zum Recht auf Selbstbestimmung empfehlen, das der Deutsche Frauenrat erarbeitet hat. Darin wird ausführlich erklärt, was Transgeschlechtlichkeit ist. Trans, Sternchen, Personen identifizieren sich nicht mit dem Geschlecht, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Warum das alte Transsexuellengesetz diskriminierend ist, unter anderem deswegen, weil die Antragsstellenden mitunter sehr intime und grenzüberschreitende Fragen beantworten müssen, weil das Begutachtungsverfahren lange dauert, im Durchschnitt 9,3 Monate, also ein bisschen länger als die übliche Schwangerschaft, und teuer ist, durchschnittlich 1.868 Euro pro Verfahren, die entweder eine antragstellende Person oder im Falle von Verfahrenskostenhilfe die Justizkasse tragen muss. Alles in allem handelt es sich um ganz erhebliche Eingriffe in Grund- und Menschenrechte, die vom Grundgesetz geschützt sind, sowie in das von der Europäischen Menschenrechtskommission geschützte Recht auf Achtung des Privatlebens. Nicht zu vergessen, die Fremdbegutachtung widerspricht dem Recht auf sexuelle Selbstbestimmung.
Die Aufzählung der Nachteile des alten transsexuellen Gesetzes nimmt drei Seiten und zahlreiche Fußnoten in Anspruch, während die Frage, was würde sich durch ein Recht auf Selbstbestimmung ändern, in wenigen Zeilen beantwortet wird. Durch ein Recht auf Selbstbestimmung würde die rechtliche Änderung des Vornamens und des Geschlechtseintrags nicht mehr durch ein langwieriges und teures Gerichtsverfahren entschieden werden, sondern beim Standesamt möglich sein. Anstelle einer Begutachtungspflicht und den damit verbundenen psychischen Belastungen würde zukünftig die Selbstauskunft der Person ausreichen. Damit wäre es allen Menschen möglich, selbstbestimmt und ohne die Einmischung Dritter über ihr Geschlecht zu entscheiden. Sagt Ihnen der Name Tessa Ganserer etwas? Die ist vor kurzem in einem Ausschuss des Bundestages erschienen und hatte einen transparenten BH unter ihrer Jacke. Das ist ein Mann. Und ich meine, auch ein Mann darf einen transparenten BH tragen. Ich weiß nur nicht, ob der Bundestag dafür die richtige Bühne ist. Gut, ich will mich an dieser Stelle nicht mit der Frage beschäftigen, ob es wirklich mehr als zwei Geschlechter gibt und ob Mann, Frau sich sein, ihr Geschlecht aussuchen kann. Wenn das die individuelle Lebensqualität erhöht und zum Abbau von Spannungen in der Gesellschaft beiträgt, dann soll es eben so sein, unabhängig von Chromosomen, inneren Organen und dem Design der Genitalien. Ich habe nichts dagegen, dass Männer in Frauenkleidern und High Heels herumlaufen, nur finde ich, dass ein Mann, der Frauenkleider trägt, keine Frau ist, sondern nur ein Mann in Frauenkleidern. Wie Dustin Hoffmann in Tootsie, Peter Alexander in Charlies Tante und Tony Curtis und Jack Lemmon in Some Like It Hot. Ich störe mich nur daran, dass der Begriff der Selbstbestimmung so eng gefasst wird. Wenn, wie wir alle inzwischen wissen, die geschlechtliche Zugehörigkeit ein soziales Konstrukt ist, weil wir nicht als Männer und Frauen geboren, sondern durch die Umstände dazu gemacht werden, dann ist auch das Alter ein soziales Konstrukt. Und an dem Satz, man ist so alt, wie man sich fühlt, ist tatsächlich etwas dran. Formal betrachtet bin ich 75. Das ist ein Alter, das vor 100 Jahren nur wenige erlebten und falls doch, dann meist nur im Wachkoma. Ich fühle mich nicht wie 75, ich lebe nicht wie ein 75-Jähriger und ich denke nicht daran, mir eine Harley Davidson zu kaufen, um mich zu verjüngen. Ich würde aber gerne zum Standesamt gehen und mir eine neue Geburtsurkunde ausstellen zu lassen. Alle personenbezogenen Daten würden bleiben, bis auf die eine, das Alter. Ich will es meinem gefühlten Alter anpassen, 57 statt 75, einfach ein Zahlendreher. Ich denke nicht, dass sich das Standesamt meine Bitte widersetzen würde und falls doch, wäre es ein Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, AGG, dessen erster Paragraph lautet, Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder der Weltanschauung, eine Behinderung des Alters oder der sexuellen Identität zu verhindern oder zu beseitigen. Aber das wäre noch nicht alles. Ich hätte gerne eine andere oder eine weitere Staatsangehörigkeit. Nicht, dass ich mit meinem deutschen Pass unzufrieden wäre, aber einen monegassischen fände ich schicker. Oder einen maltesischen. Ich habe ein Faible für kleine Staaten. Gehe ich vielleicht zu weit? Habe ich da etwas missverstanden? Es ist doch ganz einfach. Wenn ich das Recht habe, der Natur ins Handwerk zu pfuschen und mich allen männlichen Attributen zum Trotz zu Frau zu erklären, dann müsste ich auch das Recht haben, mein Alter und meine Nationalität selbst zu bestimmen. Kann man den Sinn des Selbstbestimmungsgesetzes überhaupt anders verstehen? Den ersten Schritt in meinem neuen Leben als Henrike habe ich bereits getan. Ich parke nur noch auf Frauenparkplätzen. Soll doch einer mal kommen und sagen, ich sei keine. Den mache ich rund, als wäre ich ein Kerl. Ja, hier kann ich nahtlos anschließen. Humor ist ja im Augenblick in Deutschland Mangelware. Ich fand es auch wirklich unglaublich, wie Olaf Scholz in der Regierungserklärung vor wenigen Tagen tatsächlich diese furchtbare Phrase »Niemand wird allein gelassen« nochmal wiederholte und dann nochmal auf Englisch »You'll never walk alone« sagte. Das kann ich überhaupt gar nicht mehr verstehen. Aber vielleicht kann man es nur verstehen, wenn man
sich vor Augen führt, dass alles todernst ist. Wir müssen moralisch erzogen werden. Es gibt gar keinen Spielraum mehr für was Flirrendes, für etwas Abweichendes. Deswegen habe ich hier das kleine Textlein geschrieben. Auch beim Humor ist der Wurm drin. Sie werden nachher noch verstehen, warum die Metapher Wurm gewählt wurde. Der Legende nach hat der Deutsche keinen Humor. Und wenn man sich derzeit im Lande umschaut, scheint sich der Befund zu bestätigen. Akute Anfälle von Irrsinn sind dafür kein Ersatz. Aber natürlich stimmt sie nicht. Gewiss, die italienische Lebensleichtigkeit geht uns ebenso ab wie das französische Savoir-vivre und der englische Humor, den man auch als Handfeuerwaffe im alltäglichen Existenzkampf einsetzen kann. Und doch haben großartige Komiker und Kabarettisten wie Karl Valentin, Liesel Karlstadt, Werner Fink, die Älteren erinnern sich, Heinz Erhardt, Wolfgang Neuss, Olore Lorenz, Barbara Noack, Hans-Dieter Hüsch, Gerhard Polt, Otto Walkes, Didi Hallervorden, Harpe Kerkeling und so weiter. Viele, viele andere noch. Eine Tradition begründet, die den Humorstandort Deutschland in den 90er Jahren zumindest beinahe auf Weltniveau gehievt hat. Das ist nun schon eine Weile her. Inzwischen regiert eine neue Empörungsindustrie die Öffentlichkeit, die auf jedes falsche Wort so sensibel reagiert, wie die Erdbeben-Messstation in Potsdam auf die geringsten seismologischen Ausschläge noch in 10.000 Kilometern Entfernung. Die Älteren erinnern sich womöglich noch an Harald Schmidts Nazometer, der schon bei dem Wort Autobahnausfahrt Lüdenscheid Nord heftig reagierte. Selbst diesen Gimmick fänden heute viele gar nicht mehr lustig. Und klar, die Harald-Schmidt-Show der 90er Jahre mit den dicken Kindern von Landau, Fahrer Özgür und der Serie Was der Großvater noch wusste, wäre heute undenkbar. Die Liste der Betroffenen und Beleidigten wäre so lang wie der Stau am Kamener Kreuz. Und die Intendanten kämen vor lauter Entschuldigungsschreiben gar nicht mehr zu ihrer eigentlichen Arbeit, der Neuordnung der milliardenschweren Renten- und Ruhebezüge der öffentlich-rechtlichen Mitarbeiter. Als historisches Beispiel für das, was heute nicht mehr durchgehen würde, mag Heinz Erhardts Gedicht »Die Made« dienen, das im Jahre 1963 in seinem ersten Band namens »Noch ein Gedicht« erschien und beim mündlichen Vortrag im Saal damals wahre Lachsalven auslöste. Ich zitiere wörtlich: »Hinter eines Baumes Rinde sitzt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe, denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte. Diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise. Eines Tages sprach die Made: Liebes Kind, ich sehe gerade, drüben gibt es frischen Kohl, den ich hol. So lebt denn wohl. Aber halt, sprach die Mama, geh nicht aus, denk an Papa. Also sprach sie und entwich. Made Junior aber schlich aus dem Haus, das war schlecht. Denn schon kam ein Specht und erfraß die arme Fade, Made ohne Gnade, schade. Jan Böhmermann, ZDF-Reichsverweser der neuen deutschen Lachkultur, der Blockwart der Netzgemeinde und führender Abschnittsbevollmächtigter der einzig erlaubten Denkungsart, hätte schon echte Probleme damit, dass die alleinerziehende Made offenbar ohne jede Hilfe der Solidargemeinschaft ihr Kind großziehen muss. Und das noch im Dunkeln, hinter eines Baumes Rinde. Menschenverachtend. Darüber hinaus wird sie als Witwe stigmatisiert, nur weil der Gatte, schlimmer noch der Papa, Teil des geschlechterstereotypen Familienbildes vom Baum gefallen war. Dass Made Junior ausgerechnet während der achtsamen Suche nach veganer Nahrung durch die Mutter zum Opfer eines völlig unsensiblen Angriffs auf seine körperliche Integrität wird, zeigt den ganzen Zynismus dieses archaischen Bildes vom darwinistischen Daseinskampf Fressen und Gefressen werden. Kurz,
Das ist schlimmster Rechtspopulismus, einfach nur menschenverachtend. Es ist offenkundig. Der Zeitgeist verlangt wieder klare Bekenntnisse und unverrückbare Positionen. Wie 1967, als der legendäre Oktoberclub zur Gitarre in der DDR sang, zitiere auch wörtlich, singen kann ich jetzt nicht, sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du stehst. Es wiederholt sich, sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du stehst, sag mir, wo du stehst und welchen Weg du gehst. Der braucht da noch Humor. Weil Reinhard gerade Hans-Dieter Hüsch erwähnt hat, die Eltern werden ihn vielleicht kennen, die Jüngeren eher weniger. Ich habe viel bei ihm gelernt und ich habe auch einiges bei ihm geklaut. Und er war ein wunderbarer Geschichtenerzähler. Und ich habe ihn eines Tages gefragt, er machte nur Alltagsgeschichten. Beschrieb eine Szene beim Begräbnis oder bei der Busfahrt oder im Metzgerladen. Das war nichts Sensationelles, nichts aus einem Bundestagsuntersuchungsausschuss und nichts darüber, dass Claudia Roth eine 40.000 Kilometer lange Reise nach Tuvalu angetreten ist, um dort den Inseln beim Untergehen zuzusehen. Nein, Hüsch hatte immer die Mini, das was Adorno die Minima Moralia bezeichnen würde, aber vielleicht eher als Minima Amoralia. Und ich habe Hüsch mal gefragt, wie er das macht, weil er war ein Genie, wirklich. Er war der Nachfolger von Tucholsky und Krauss und anderen großen Sprachkünstlern. Und Hüsch sagte, das ist ganz einfach, sagte er, ganz einfach. Hingehen, hinhören, nach Hause gehen, aufschreiben, vortragen. Das war schon alles. Und ohne dem Größenwahn zu verfallen, wir machen das so ähnlich. Wir beide sind fasziniert von Kleinigkeiten, also von Sachen, die übersehen werden, die keine große Nachricht sind, aber die doch, wie sagt man das heute, symptomatisch sind für den Zustand dieser Gesellschaft. Oder wie Oskar Panizza sagen würde, wenn der Wahnsinn epidemisch wird, wird er zur Vernunft. So betrachtet erleben wir gerade eine Epidemie der Vernunft. Dazu gehört auch die folgende Meldung. Frau Wissler, Frieden schaffen ohne Hausaufgaben. Dass Deutschland ein Problem mit der schulischen Bildung und Erziehung hat, wissen wir spätestens seit 1964, also seit fast 60 Jahren. 3 Jahre nach dem Bau der Berliner Mauer, 5 Jahre vor der ersten Mondlandung, 32 Jahre bevor Nokia mit dem 9000 Kommunikator das erste Smartphone auf den Markt gebracht und 40 Jahre bevor Mark Zuckerberg Facebook entwickelt hat, lange bevor Angela Merkel als erste Frau das Bundeskanzleramt übernahm und das Gendern erfunden wurde, als Rauchen in Cafés und Restaurants noch erlaubt war, als es nur 2 Geschlechter gab und Diversität noch kein Begriff war, da erschien in einem kleinen Freiburger Verlag ein Buch von 150 Seiten Umfang. Die deutsche Bildungskatastrophe von Georg Picht, einem Theologen, Pädagogen und Philosophen. Gleich im ersten Kapitel fasst der Picht, Georg Picht, den Inhalt des Buches in wenigen Sätzen zusammen. Eines der tragenden Fundamente jedes modernen Staates ist ein Bildungswesen. Die Bundesrepublik stehe in der vergleichenden Schulstatistik am untersten Ende der europäischen Länder. Bildungsnotstand bedeutet wirtschaftlichen Notstand. Der bisherige wirtschaftliche Aufschwung werde ein rasches Ende nehmen, wenn uns die qualifizierten Nachwuchskräfte fehlen, ohne die im technischen Zeitalter kein Produktionssystem etwas leisten kann. Und wenn das Bildungswesen versagt, ist die ganze Gesellschaft in ihrem Bestand bedroht. Klingt hochaktuell, vor ein paar Tagen ist eine Untersuchung erschienen, genau das bestätigt, was Georg Picht schon vor 60 Jahren gewusst hat. Kluge Sätze, die bis heute nichts von ihrer Gültigkeit verloren haben. Dabei wurde das Bildungswesen in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach gründlich reformiert. Um die sozialen Unterschiede auszugleichen und Kinder aus bildungsfernen Familien nicht zu benachteiligen, wurden die Anforderungen gesenkt. Bis zum Schreiben nach Gehör, wobei Fachleute gerne anmerken, dass es sich um ein Missverständnis handelte, weil die Kinder nicht nach Gehör schreiben, sondern sich beim Schreiben am Sprechen orientieren.
was praktisch auf dasselbe hinausläuft, Dekonstruktion der Sprache. Folgt man einer Studie, die Ende 2022 bekannt wurde, hat jede vierte Jugendliche in Deutschland keine grundlegenden Fähigkeiten, die in der Schule vermittelt werden sollen, kann also nur bedingt lesen, schreiben und rechnen. Was soll aus diesen Jugendlichen werden? Eventmanager, Influencer, digitale Nomaden? Es fehlen Zehntausende von Lehrern, die Digitalisierung des Unterrichts kommt nicht voran, viele Schulen modern vor sich hin, dass fast jeder Schüler ein Smartphone und ein Messer hat, trägt nur zur Verschlimmerung der Lage bei. Doch, wie sagte es schon die deutsch-rumänische Schlagersängerin Maya Kaiser, Herz aus Gold, in einem ihrer Lieder, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo ein kleines Lichtlein her. Zuletzt war es die charismatische Co-Vorsitzende der Linkspartei Janine Wissner, die in einem Beitrag für den Berliner Tagesspiegel die Abschaffung der Hausaufgaben fordert. Denn der alltägliche Hausaufgabenstress vergiftet das Familienleben, bedeutet Streit, Überforderung, Tränen und schürt Aggressionen. Sonst ist alles in den Familien in Ordnung, wenn dann die Hausaufgaben nicht wären. Das nachschulische Familienleben könnte so friedlich sein und erfüllend, wenn nur die verdammten Hausaufgaben nicht wären. Wenn Eltern Feierabend haben, so Frau Wissler, wenn Eltern Feierabend haben, haben sie noch lange nicht Feierabend. Deswegen sollte man sie von der unnötigen Last der Hausaufgaben sofort entlasten und damit viel Druck aus den Familien nehmen. Nach dem Verzicht auf die sogenannten Kopfnoten und Zensuren ist das der zweitbeste Vorschlag, der seit dem Erscheinen der Schrift über die deutsche Bildungskatastrophe gemacht wurde. Natürlich könnte man noch mehr Druck aus dem Kessel nehmen, wenn man nicht die Kinder, sondern die Eltern zur Schule schicken würde. Natürlich bei vollem Lohnausgleich, 13. Monatsgehalt und allen Sozialleistungen. Das Familienleben würde entgiftet, die wichtigste Ursache für Streit, Überforderung, Tränen und Aggressionen deaktiviert. Wäre Georg Picht schon vor 60 Jahren auf diese Idee gekommen, hätte die Bildungskatastrophe vielleicht gestoppt oder, wie man heute gerne sagt, eingedämmt werden können. Man hat Jahrzehnte an den Symptomen herumgedoktert, statt das Problem an der Wurzel zu packen, den Hausaufgaben. Jetzt ist es wohl zu spät. Und Janine Wissler, die es bei der letzten Bundestagswahl geschafft hat, ihre Partei unter die 5%-Marke zu drücken, muss sich eine neue Aufgabe suchen. Wie wäre es mit empirischer Feierabendforschung aus marxistisch-leninistischer Sicht unter besonderer Berücksichtigung der Entgiftung des Familienlebens durch Abschaffung der Hausaufgaben? Ja, wieder ein gutes Stichwort, weil es gibt natürlich neben dem üblichen Wahnsinn der Phrasenhaftigkeit und der Humorlosigkeit auch noch einen, wie ich finde, neuen Opportunismus, der eben sozusagen nicht mehr wie früher rechts ist, sondern eher linksorientiert ist. Und die Sprache spielt dabei eine große Rolle. Deswegen lese ich einen kurzen Text noch vor mit dem Titel »Von Schornsteinfegenden und FußgängerInnen«. Eigentlich ist über das Gendern schon alles gesagt. Aber es gibt da noch ein Phänomen, das in Germanistan besonders viele Blüten treibt. Den Opportunismus der Mitmachenden, die vor lauter anwohnenden IslamistInnen und Waldbesitzenden die Stoppschilder von Grammatik, Syntax und Semantik nicht mehr sehen, gegen die sie ständig laufen. Nur ganz kurz, gibt es das Fontane-Archiv. Was würde heute Theodor Fontane zum Beispiel dazu sagen? Ein neues furchterregendes Spießertum hat sich ausgerechnet dort entwickelt, wo der kritische Geist zu Hause sein sollte. Im akademischen Milieu, bei den grünen Freunden des Fortschritts und in den Medien. So unterschiedlich und daher auch völlig inkonsequent und widersprüchlich das Gendern gehandhabt wird, so gibt es doch als männlich gelesene Zeitgenossen, die den Glottischlag, die winzige Sprechpause zwischen Mieter und Innen schon so souverän aus dem Mund perlen lassen, dass man ständig dazwischenrufen will und außen. Ein Radiomoderator des RBB,
dessen Sender sich rühmt, sein Programm sei nur für Erwachsene, ist ein Paradebeispiel für das neue angepasste Strebertum, das nur ein Ziel hat, wirklich gar nichts falsch zu machen, kein falsches Wort zu gebrauchen und keinen Gedanken zu äußern, der nicht zur einzig richtigen Haltung passt, die die Mehrheit der Meinungshabenden fordert. Es ist der Triumph des kleinen Geistes, der sich auf großer Fahrt wähnt und erinnert nicht zufällig an Heinrich Manns Roman Der Untertan. Zitat Heinrich Mann, ganz am Anfang, glaube ich. Dietrich Hässling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürchtete und viel an den Ohren litt. So beginnt die Beschreibung der Titelfigur, die später gar nicht oft genug ein Hurra auf den Kaiser, er lebe hoch, 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 ausbringen konnte. Ein halbes Jahrhundert später hätte Dietrich Hässling jeden seiner Briefe an die Mama mit Heil Hitler unterzeichnet. Und man möchte seine Hände nicht dafür ins Feuer legen, dass der bewusste Radiomoderator es nicht ebenso gehalten hätte, wäre er unter dem Führer groß geworden und nicht unter Angela Merkel. Ein Mitlaufender wäre er in jedem Fall gewesen. Ich weiß nicht, ob Sie zu Frau Illner schon zu Hause sein wollen. Wir haben jetzt kurz nach 8:30. Ja. Also, ich weiß nicht, wie, ja? Wollen Sie noch was hören? Kürzere Sachen. Okay, Sie haben vielleicht schon gemerkt, wir haben bis jetzt einen weiten Bogen um unseren Bundespräsidenten gemacht. Das geht natürlich nicht. Schon aus Hochachtung vor dem Amt können wir einfach nicht so tun, als wäre er nicht da. Obwohl ich mir manchmal wünsche. Der Text heißt Mehr Mut zum Weniger. Bundespräsident Steinmeier hat in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen erklärt, er sei dafür, das aktive Wahlalter herabzusenken von 18 auf 16 Jahre, weil die Gesellschaft zunehmend älter werde und ein verstärktes, jüngeres Gewicht brauche. Wir können davon ausgehen, dass alles, was der Bundespräsident sagt oder empfiehlt, von seinen Beratern abgesegnet wurde. Nichts wird dem Zufall oder der Improvisationskunst des ersten Mannes im Staat überlassen. Mündliche Interviews werden verschriftlicht und zur Autorisierung vorgelegt. Das, was der Bundespräsident sagt, muss nicht immer seiner Meinung entsprechen, aber es ist immer Ausdruck der Staatsräson. Offiziell geht es Steinmeier und anderen Befürwortern einer Herabsetzung des Wahlalters darum, junge Menschen an die Politik heranzuführen. Wie nah darf es denn sein? Ist die Teilnahme an Fridays for Future Demos nicht bereits Ausdruck eines früh erwachten politischen Bewusstseins? Niemand hindert junge Menschen daran, einer der politischen Jugendorganisationen beizutreten. Bei den Jusos liegt das Mindesteintrittsalter bei 14 Jahren, bei den Grünen ist jeder im Alter bis 28 willkommen. Was die Statuten der CDU sagen, ist vollkommen irrelevant, solange Philipp Amthor als das junge Gesicht der Union herumgereicht wird. Weniger wäre mehr, scheint die Losung der Jetztzeit zu sein. Kein Tag vergeht, ohne dass uns jemand über die Vorteile der Vier-Tage-Woche aufklären würde. Saskia Esken ist auch dafür, natürlich bei vollem Lohnausgleich. Sie sagt, derzeit bleibe wegen der Arbeit für die Organisation für das eigene Leben kaum Zeit. In einer Vier-Tage-Woche würden Menschen effektiver arbeiten, weil sie eine höhere Arbeitszufriedenheit hätten. Die Vorsitzende der Linkspartei, die schon erwähnte Janine Wissler, hat bereits einen 4-Punkte-Plan für die Umsetzung einer 4-Tage-Woche vorgelegt. Angesichts des Lehrermangels könnte die Einführung der 4-Tage-Woche an Schulen für eine maßvolle Entspannung sorgen. Ungeklärt bleibt eine logische Konsequenz. Wenn es stimmt, dass die Menschen in einer 4-Tage-Woche effektiver arbeiten als in einer 5-Tage-Woche, sollten wir dann nicht gleich die 3-Tage-Woche einführen, mit der Aussicht auf eine 2-Tage-Woche. Je kürzer die Arbeitszeit, desto größer die Affektivität und höher die Arbeitszufriedenheit. Es muss alles weniger werden. Kapitalismuskritiker wie Ulrike Herrmann von der Taz sind sich einig. Wir brauchen nicht mehr Wachstum, sondern weniger. Nicht mehr Konsum, sondern weniger. Degrowth statt Growth.
Deswegen können wir uns mit einer Absenkung des Wahlalters und einer Kürzung der Arbeitszeit nicht zufrieden geben. Brauchen wir wirklich 16 Bundesländer? Wären 8 oder 6 nicht genug? Dazu 21 öffentlich-rechtliche TV-Kanäle und 73 Radioprogramme? Braucht die Bundesregierung 30.000 Beamte, die hier zuarbeiten? Würden 10.000 nicht viel effektiver arbeiten? Braucht das Bundeskanzleramt einen Anbau, der über 700 Millionen Euro kosten soll, also am Ende etwa 2 Milliarden Euro? Wir sollten weniger fliegen, weniger Auto fahren, überhaupt weniger reisen, am besten gar nicht. Nicht gehen, nicht stehen, nicht atmen, nicht husten. Und je mehr wir von dem weniger leisten, umso besser. Für uns, den Regenwald, die Eisbären und die ganze Erde. Das war es, was Steinmeier uns sagen wollte. Mehr Mut zum Weniger. Auf ihn bezogen würde das bedeuten, eine Amtsperiode war genug. Die zweite hätte er sich sparen können. Ja, das passt schon auch wieder, weil Herr Steinmeier ist ja der Großmeister der Phrase, also glaube ich noch vor Olaf Scholz. Man staunt immer, wie man all diese Dinge so ohne ein Augenzwinkern und ohne, dass es einem selbst peinlich wird, von sich gibt. Und zwar, ob bei der Bundesgartenschau oder bei großen Empfängen für Staatshäuptlinge. Neulich hat er gekichert. Ja. Ja, da wurden Freiwillige ausgezeichnet, die die Arbeit leisten, die 30.000 Angestellten der Bundesregierung nicht leisten können. Und aus dem Anlass hat er wirklich einmal kurz gekichert. Ja, man sieht ja an dem ehemaligen CDU-Kanzlerkandidaten, dass das falsche Lachen im falschen Augenblick auch tödlich sein kann. Dann gibt es gleich eine Überschwemmung. Aber es fällt einem ja noch dieser Satz ein von dem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, der hielt der Familienpolitik, was Lisa Paus macht und gern auch viel mehr, für Gedöns. Aber, deswegen kam ich drauf, Gedöns war früher. Heute ist Zusammenhalt. Es stimmt ja, früher war vieles schlechter. Die Luft, vor allem hier, das Monatsgehalt, die Krebsvorsorge, die Bildqualität der Sportschau am Samstag und die Arbeitslosenhilfe, die heute Bürgergeld heißt. Aber es war auch einfacher. Man ging mit Arbeitskollegen in die Eckkneipe, lud die Nachbarn zum Abendbrot mit Mett und Käseigel ein, während die Kinder in der untergehenden Sonne die anliegenden Kleingärten nach Essbarem durchkämmten. Habe ich noch erlebt. Anschließend, schon ordentlich verdreckt, zündeten sie in der Dämmerung ein schönes Kartoffelfeuer an. Das war schon mehr Zusammenhalt, als manchem gut tat. Heute in der bunten Republik braucht man für all das einen Senator für Kultur, Zusammenhalt, Engagement und Demokratieförderung, der in Berlin Joe Chialo heißt und CDU-Mitglied ist. Ein früherer Bundeskanzler der SPD hat solche mäandernden Ressortzuständigkeiten mal abfällig Gedöns genannt. Aber derart volkstümliche Äußerungen erfüllen heute schon den Straftatbestand von Hass und Hetze. Delikte, die inzwischen auch im Internet verfolgt werden. Schon deshalb darf sich die CDU keine Blöße geben. Daher setzt sie nahtlos die Tradition des Agenda-Settings fort, die SPD und Grüne begründet haben. Motto: Man kann gar nicht genug Gutes schon im Amtszettel tragen. Über all dem schwebt der Geist von Kirchentag, Sonntagsrede und Woche der Brüderlichkeit. So gibt es seit 2021 eine Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für Engagement, Demokratieförderung und Internationales. Die 29-jährige Anna Maria Drasnea, die als Kind aus Rumänien kam. Ihre Vorgängerin Sausan Schäbli war darüber hinaus noch für bürgerschaftliches Engagement zuständig. Die Spuren ihres Wirkens blieben allerdings eher im Verborgenen. Wer angesichts dieser Fülle von Amtspflichten eine Überforderung der verantwortlichen Spitzenkräfte fürchtet, kann beruhigt werden. Bei Zusammenhalt, Engagement und Demokratieförderung unter Berücksichtigung von Weltoffenheit, Toleranz und Diversität greift eins ins andere. Synergie im besten Sinne. Kultur ist alles und alles ist irgendwie Kultur.
Gerade das Engagement für Zusammenhalt ist Demokratieförderung reinster Provenienz, weil sie Gemeinschaftlichkeit und Vielfalt in Weltoffenheit zusammendenkt. Man kann es nicht oft genug wiederholen. Genau deshalb dehnen sich die Ressortzuständigkeiten immer weiter aus. Sie haben nichts mehr mit jener plump proletarischen Eindimensionalität zu tun, die etwa noch den alten Gewerkschaftsnamen IG Bausteine Erden kennzeichnet. Als ginge es nicht auch hier Tag für Tag um Zusammenhalt, Vielfalt, Nachhaltigkeit und Engagement für Fortschritt und Frieden. Einen Ausreißer nach unten repräsentiert der seit Bismarcks Zeiten stets gleich gebliebene Name für das Auswärtige Amt. Es heißt seit 1870 so und eben nicht Ministerium für feministische Außenpolitik, globale Konfliktberatung, humanitäre Noteinsätze, internationalen Zusammenhalt und achtsames Miteinander. Dankeschön. Ja, vielen Dank bis hierher. Ja, Sie sind eingeladen zu fragen, zu reagieren, wer möchte. Ich komme zu Ihnen, wenn Sie ins Mikro sprechen. Ja, gibt es jemanden? Dann fange ich einfach an. Oder? Herr Broder, Sie würde ich gerne fragen. Ich dachte also, Ihre Lieblingspolitikerin sei Claudia Roth. Das, was ich so interessant finde, dass Sie auch wirklich die juristischen Auseinandersetzungen nicht scheuen, denn Sie werden ja sofort angezeigt, wenn es sozusagen... Ja, hat nachgelassen. Hat nachgelassen. Ja. Aber im Fall von Claudia Roth ist es ja richtig zum Prozess. Also, wie gehen Sie in diese Prozesse rein? Ist es sozusagen auch ein sportlicher Antrieb? Ich ziehe das durch, ich will diese Meinung sozusagen behalten, ich will frei sein, also sozusagen als geistiges Fundament auch ihres Wirkens. Oder ist es auch Sport? Oder beides? Also ich nehme schon wahr, dass ich älter werde, weil ich in diesem Jahr mindestens 2-3 Auseinandersetzungen dieser Art aus dem Weg gegangen bin. Im Moment versuche ich Eva Menasse, einige werden sie kennen, Schriftstellerin, begabte Schriftstellerin, ansonsten strunzdumm. Ich versuche gerade Eva Menasse dazu zu bringen, mich zu verklagen. Ich fürchte, es wird nicht klappen, weil sie hat eine sehr hohe Resilienzschwelle. Mit Claudia Roth ist nichts mehr, sie hat mich auch nicht verklagt. Es ist wirklich einer der Fälle, wo ich grandios gescheitert bin. Ich habe über sie geschrieben, sie stelle einen Doppelzentner fleischgewordener Dummheit dar. Voller Mitleid mit sich selbst und nah am Wasser gebannt. Ja, und sie hat mich nicht verklagt. Sie hat über mich allerdings dann verbreitet, ich würde Hass und Falschinformationen verbreiten. Daraufhin habe ich sie verklagt und bin gescheitert. Das Gericht befand, das sei völlig okay so. Ich würde es ja tatsächlich tun, Hass und Falschinformationen verbreiten. Und angesichts der Intensität, mit der ich das mache, hätte sie noch viel mehr Negatives über mich sagen können. Also das Gericht, eigentlich eine überparteiliche Instanz, gab mir Ratschläge für die nächsten Fälle. Ich zweifelte kurz an der Rechtsstaatlichkeit dieser juristischen... Ist das die dritte Gewalt, die vierte oder schon die fünfte? Inzwischen haben die sie ja rehabilitiert mit dem Urteil in dem Verfassungsgericht. Die vierte Gewalt sind wir. Das waren die Medien. Ja, also, aber es hat wirklich nachgelassen, was ich zum Teil schon sehr bedauerlich finde, weil es hat wirklich einen großen Unterhaltungswert. Und ich habe zwei Anwälte, die sich wirklich darum prügeln, mich vertreten zu dürfen. Und wir haben sehr viel Spaß gehabt. Wir haben einen Prozess gehabt, der hat sich über 4 Jahre lang gezogen. 4 Jahre gezogen. Bedauerlicherweise fand er in Duisburg statt. Nicht, als ob es nicht andere Orte wäre, wo ich lieber auftreten würde. Das ging um Lamia Kador, die inzwischen im Bundestag sitzt. Und es endete mit einem Freispruch, weil bedauerlicherweise hatte die Staatsanwaltschaft vergessen, Belege für die Klage beizubringen. Das war sehr lustig. Aber ich lasse das jetzt sein. Ich bin jetzt wirklich nicht mehr auf Krawall aus, weil mit 75, in Wirklichkeit sind es noch 2 Jahre mehr, mit 75 merken Sie, dass die Zeit knapp wird. Übrigens habe ich mir einen großen Wunsch erfüllt.
Kerne der Texte ging es ja um die geschlechtliche Zugehörigkeit und auch darum, dass ich gerne Monegasse wäre. Und ich finde, ich würde auch gerne aus der Familie Turn und Taxis kommen. Ich habe schon mit Fürstin Gloria gesprochen. Sie wäre schon bereit, mich zu adoptieren. Aber da gibt es rechtliche Hürden. Also es wäre einfacher für mich, mich zur Frau zu erklären, als zu einem Mitglied des Hauses Turn und Taxis. Auch absurd. Nein, was ich nur sagen wollte, und ich habe das bis jetzt für mich behalten, ich habe seit 2 Monaten einen polnischen Pass. Also ich bin ein absoluter Doppelpassler. Und es war eigentlich so eine kleine sentimentale Geste, weil ich in Polen geboren bin. Aber inzwischen denke ich, bei allem, was hier passiert, könnte es auch eine kluge Vorsichtsmaßnahme gewesen sein. Ja, gibt es Fragen? Ja, ich komme zu Ihnen. Okay. Ich wollte was zur vierten Auflage machen. Ich wollte ganz kurz davor sagen, zwei Phänomene. Dieses Buch hat sich bis jetzt 24.000 Mal verkauft, was sehr, sehr viel ist in diesen Zeiten. Aber zugleich gab es keine Rezensionen praktisch. Eine einzige der Süddeutschen, die war positiv vor Monaten. Aber wir bereiten jetzt die vierte Auflage vor und schreiben dafür ein paar neue Texte. Erscheint im Januar. Das nur kurz so. Nein, Sie sollen jetzt nicht warten, bis die Firma. Sie brauchen eine taktische Geschenkreserve für Weihnachten. Herr Bruder, warum haben Sie keine Kolumne mehr bei Radio 1? Durften Sie nicht mehr oder wollten Sie nicht mehr? Nein, ich wollte nicht mehr. Und dann gab es, ich weiß nicht mehr, was es war, aber irgendeine Streitigkeit. Ja, es ging um Jakob Augstein. Ich habe über ihn wahrheitsgemäß geschrieben, er wäre ein Antisemit, das ist er auch. Allerdings herrscht in Deutschland die Ansicht vor, um sich als Antisemit zu qualifizieren, muss man mindestens in einem Lager Wache geschoben haben. Ich setze die Maßstäbe etwas tiefer an. Und dann hatte Radio 1 die Idee, was vollkommen okay ist, Jakob Augstein einzuladen, dazu Stellung zu beziehen. Und der Preis dafür, dass Jakob Augstein bei Radio 1 auftreten durfte, war, dass ich an dem Tag, der eigentlich mir gehörte, ich glaube, ich hatte da jeden Freitag die Kolumne oder jeden Donnerstag, dass ich an diesem Tage nicht auftreten sollte. Und daraufhin bin ich gegangen. Und es hat einen großen Vorteil, ich kann freitags ausschlafen. Aber der Nachteil, das ist jetzt wirklich bei, ich höre Radio 1 trotz allem immer noch häufiger, dass es gibt gar keinen Kolumnisten mehr, der anderer Meinung wäre, als sozusagen das linksgrüne Milieu repräsentiert. Es gibt nichts anderes mehr. Martenstein dann nicht jetzt? Martenstein ist auch, nein, auch, nein? Der ist dann nicht, war vielleicht mal. Der war mal, glaube ich. Ja, genau. Ist, ich, ja, also ich, ich habe es jetzt nicht gehört. Ja, gibt es noch eine Frage? Im hinteren Saal. Nein, Bemerkung. Kommen Sie, ja, trauen Sie sich. Ja, dann würde ich einfach mal fragen. Eva Menasse, das ist ja nun gerade in den Auseinandersetzungen, die wir jetzt haben, im Zuge des Krieges in Israel, weil Sie Eva Menasse gerade ansprachen, dass es eben auch viele jüdische Intellektuelle in Deutschland gibt, Susan Neiman, Eva Menasse. Okay. Wie stehen Sie zu denen? Also woher kommt im Grunde diese, ja, unterkühlte Haltung dieser Juden, diesem und die fehlende Solidarität mit Israel? Ja. Also viele sind es nicht. Es wird eine Handvoll sein. Das ist Susan Neiman, schreibt sich N-E-I-M-A-N. Wenn Sie wirklich einen lustigen, unterhaltsamen Abend haben wollen, gucken Sie sich Ihre Videos an, die in der ARD-Mediathek nachzusehen sind. Großartig. Großartig. Frau Professor Dr. Susan Neiman, Leiterin des Einstein-Forums hier um die Ecke. Dann ist es Eva Menasse, wirklich eine gute Schriftstellerin. Dann ist es die unsägliche Deborah Feldmann, die jetzt durch die Talkshows zieht und überall sich darüber beschwert, dass sie nicht zu Wort kommt. Das ist ganz großartig. Das würde, als würde jemand nach einer ganzen Flasche Wodka sich darüber beschweren, dass man ihm nichts zu trinken gibt. Da sind schon 3 und da sind vielleicht noch 1, 2, die mir gerade nicht einfallen. Und das ist ein hochinteressantes Phänomen. Es gibt ja das großartige Buch von Theodor Lessing, der 33 ermordet wurde, Der jüdische Selbsthass. Und es ist ja nicht so, es gibt wirklich einen jüdischen Selbsthass. Das ist ohne Frage der Fall. Auch
auch in den 20er, 30er Jahren schon früher. Aber es gibt auch einen deutschen Selbsthass und der ist noch viel massiver als der jüdische Selbsthass. Die Unfähigkeit der Deutschen, sich selbst zurande zu kommen, ist schon etwas für fortgeschrittene Psychotherapeuten. Was die jüdischen Autorinnen und Autoren angeht, übrigens zum größten Teil Frauen. Ich weiß, dass ich jetzt die Vorurteile vieler hier anspreche. Es sind zum großen Teil jüdische, linke, lesbische Feministinnen. Ich behaupte nicht, dass es so sein muss, aber es ist eine gewisse Matrix da drin erkennbar. Judith Butler zum Beispiel. Und wie heißt diese eine Frau, die du das Foto mir... Mascha Giesen, die jetzt einen Preis bekommen soll, den Hannah-Arendt-Preis auch noch, ja. Der jetzt aber offenbar doch nicht verliehen wird, weil sie sagte, Gaza ist wie ein jüdisches Ghetto zur Zeit der Nazis. Ja, dabei ist es viel schlimmer. Ja. Das kann man den Nazis nicht antun, so ein Vergleich. Ich will nur ganz kurz noch darauf eingehen und ganz kurz es erklären. Es gibt Menschen, und zwar auch gebildete Menschen, die mit sich selbst hadern. Und für Juden war es immer eine Frage, sich zu assimilieren oder sich nicht zu assimilieren. Und der Weg zur Assimilation war die Verleugnung des eigenen Judentums. Wobei das heute ja keine große Übung ist. Es wird sich niemand fragen, in welche Synagoge, Kirche, Moschee oder was auch immer sie gehen. In den 20er Jahren, 30er Jahren war es anders. Wenn sie dazugehören wollten, wenn sie an der Uni was werden wollten, wenn sie in der Armee etwas werden wollten, mussten sie dem Judentum abschwören. Viele sind erst zum Protestantismus übergetreten, danach zum Katholizismus, damit, wenn sie gefragt wurden, was sie vor dem Katholiksein waren, antworten konnten, Protestanten. Damit wurde die Rückverfolgung erschwert. Und das gleiche Problem haben viele jüdische Intellektuelle, die wirklich dem Judentum kaum verbunden sind. Eva Menasse hatte vom Judentum keine Ahnung. Es reicht vielleicht für ein Kreuzworträtsel, aber nicht weiter. Aber sie präsentiert sich ständig als die kritische Jüdin, die ein Problem mit Israel hat, um von ihrem Milieu, in dem sie sich gerne aufhält, in der linken, grünen Selbsthasserblase angenommen zu werden. Das ist jetzt die Kurzfassung. Die Langfassung würde etwas zu viel Zeit nehmen. Aber es sind psychopathologische Phänomene. Und auch damit habe ich aufgehört, mich zu beschäftigen. Schauen Sie, so mit aller Unbescheidenheit. Ich habe 86, im Jahre 86 ein Buch veröffentlicht, das hieß Der ewige Antisemit. Und die Grundthese dieses Buches war, dass es linken Antisemitismus gibt. Ich bin daraufhin wirklich gebasht worden. Heute schreibt selbst die Taz, dass es linken Antisemitismus gibt. 2006 kam ein anderes Buch von mir heraus, das hieß Hurra, wir kapitulieren. Es ging um die Kapitulation vor dem militanten Islam. Wieder die gleiche Geschichte. Patrick Barnes von der FAZ schrieb, ich sei ein Panikmacher und ich würde diese armen Menschen so in die Tonne treten. Es ist noch viel schlimmer geworden. Also nicht, dass ich, doch, das würde ich schon behaupten. Ich habe gewisse hellseherische Fähigkeiten, die mir andere Leute übel nehmen. Und wenn ich jetzt dann hingehe und sage, es gibt antisemitische Juden, dann schlagen viele die Hände beim Kopf zusammen. Aber auch das Phänomen kann man erklären. Sie haben in diesen Gesellschaften einen Zustand der Dekadenz erreicht, der wirklich einzigartig ist. Und früher war Dekadenz auch was kulturell Kreatives. Heute ist es was Degeneratives. Wenn Sie sich die Identität aussuchen können und die Extremfassung dieser Option ist, Sie entscheiden selber, ob Sie Mann oder Frau sind. Praktisch wie ich bin, frage ich mich dann, wenn Sie dann in die Oper gehen, auf welches Klo gehen Sie dann in der Pause, wenn Sie sich schon darüber entscheiden müssen, ob Sie Mann oder Frau sind. Und dazu gehören, zu diesen Phänomenen der Selbstverachtung, der Selbstverunsicherung, gehören halt auch eben Juden. Übrigens nicht nur, wenn Sie sich angucken, wie konsequent bestimmte Sprecher, angefangen von Frau Käßmann bis zu Bischof Bedford Strom, wie konsequent die ihren Glauben verleugnen, dann ist der jüdische Selbsthass kein einzigartiges Phänomen. Er ist eingebettet in eine größere Formation von Selbsthass, Selbstverachtung, Verachtung der westlichen Werte, Verachtung der abendländischen Kultur, auch eine Verachtung des Christentums. Gestern oder heute ist irgendwo ein Nikolaus zusammengeschlagen worden auf der Straße. Kassel. In Kassel auch noch.
als ob Kassel nicht schon genug Ärger gehabt hätte. Das geht alles nicht, verstehen Sie? Ich kann nicht sagen, ich finde das barbarisch, weil das geht einfach nicht. Und da standen Leute drumherum und haben gelacht und applaudiert. Das kann man nicht machen. Und ich bin ein absolut säkularer Mensch. Ich bin für die Trennung von Kirche und Staat. Das muss es geben. Bin auch dagegen, dass der Staat die Kirchensteuer einkassiert. Aber ein Nikolaus zusammenschlagen, ich bitte Sie. Unter den Rufen Hurensohn. Ja, und dann Kartoffel. Ja, nein, das ist hier unser Land. Ja, ja, ja. Sagten, das ist ja das, was mir Sorge macht. Wir sind Muslime, das ist hier unser Land, sagten die Jugendlichen. Ja. Ja. Hier in Berlin ist nur noch ein Satz. Verstehen Sie, das sind so Kleinigkeiten, die uns aufregen. Und irgendwann wird die große Kulturgeschichte des Untergangs des Abendlandes geschrieben werden. Nicht? Das muss ja, Spengler muss nicht das letzte Wort gehabt haben. Und stellen Sie sich vor dem Brandenburger Tor treten 100 Muslime auf und beten vor dem Brandenburger Tor. Ich habe ja nichts dagegen, dass sie beten, aber ich finde, Religion gehört nach Hause oder in die Gotteshäuser. Ich bin auch dagegen, dass irgendwelche jüdischen oder katholischen Knallköpfe sich am Brandenburger Tor zum Gebet versammeln. Das geht nicht. Aber in dem Fall, weil es Muslime ist, im Übrigen, wenn das eine Gruppe von Juden täte oder Katholiken, würde sofort irgendein Priester oder ein Rabbi hinlaufen und sagen, lasst den Quatsch sein. Ihr tut euch damit keinen Gefallen. Nichts. Und die Stadt knickt ein und nimmt das einfach hin. Das ist eine Demonstration der Macht gewesen. Das ist nicht mehr Migration, das ist schon Invasion. Aber wenn wir uns das alles gefallen lassen, kann ich nur sagen, weiter so. Ich habe einen polnischen Pass. Ja, wir haben eine polnische Kollegin. Bitte? Dauert das lange, wenn man den macht? Haben Ihre Eltern einen polnischen Pass gehabt? Nein. Ja, dann wird es schwierig. Ich kann ein bisschen die Sprache, aber eigentlich sind die Verbindungen. Ich habe einen Mówię po polsku, der ist der Niewystarcz. Reden Sie. Herr Bohler, eine Frage zu dem Spannungsfeld zwischen der wohlfeilen Erklärung, dass Israel und die Sicherheit Israels zur Staatsräson gehöre, zur deutschen, und dann die fortgesetzten, schon mindestens zweimaligen Enthaltungen, doch bei sehr kritischen und sehr wichtigen Abstimmungen in der UNO, bei dem UNO-Generalsekretär. Ja. Sie wollen wissen, was ich davon halte? Ja. Ich bin sprachlos. Ich könnte dazu sagen, Heuchelei, Betrug, Betrügerei, mangelndes politisches Bewusstsein. Ja, es ist unerträglich. Und es geht ja um etwas. Gestern oder vorgestern war eine Abstimmung in der Generalversammlung, wo gefordert wurde, dass eine humanitäre Waffenruhe eintritt oder durchgesetzt wird. Und dafür, für diese Forderung gibt es gute Gründe. Aber in dieser Resolution der Generalversammlung war von dem Punkt, wo das Drama anfing, nämlich der Überfall am 7. Oktober, keine Rede. Und am 7. Oktober oder am 8. Oktober erklärte Herr Guterres, der wirklich aussieht wie ein portugiesischer Dauertrinker, man müsse überlegen, alles habe eine Vorgeschichte, das habe nicht im luftleeren Raum stattgefunden. Und dieselbe Generalversammlung beschließt zwei Monate später eine Erklärung, in der die Vorgeschichte ausgeklammert wird. Als ob die Israelis nach Gaza gegangen wären, weil gerade das Bier in Tel Aviv alle geworden ist. Ich finde das unerträglich, wirklich. Und dabei weiß ich eins, völlig im Ernst, dass die Mehrzahl der Leute, zumindest ich urteile danach, was ich so an Reaktionen bekomme, völlig normal sind. Völlig normal sind. Und die Leute hier, entschuldigen Sie, die dummen Deutschen, sehr wohl zwischen Tätern und Opfern unterscheiden können. Nicht alle sind so artikuliert wie wir, das muss ja auch nicht sein. Aber diese einfache Geschichte, wer ist Täter, wer ist Opfer, muss man den Leuten nicht erklären. Sie wissen es. Aber Frau Baerbock weiß es offenbar nicht. Man muss es ihr immer wieder erklären. Mich macht das nicht mehr wütend. Ich habe mich damit schon abgefunden, aber sprachlos. Ja, gibt es noch eine Frage, eine Bemerkung? Dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle eine Zäsur. Beide sind ja noch hier, die Bücher zu signieren. Dazu wollte ich noch sagen, die Ausgangstür ist zu und Sie werden rausgelassen, nur bei Vorzeigen des Buches. Aber es gibt was zu trinken, glaube ich, oder? Ja, also mir bleibt nur noch herzlichen Dank, Henrik und Bruder, Reinhard Mohr, herzlichen Dank. Danke. Vielen Dank.
Vielen Dank.